Man glaubt das nicht, wo man Entdeckungen macht. Anna Prinzeva kommt aus? St. Petersburg. Russland. Aus St. Petersburg, also irgendwie Marinski, alles ist Marinski irgendwie auf dieser Welt. Eine wirklich schwierige Rolle, diese Teresa, vor allem wenn sie choreografisch so aufgelöst ist. Waren Sie Tänzerin früher? Wie alle Russen wahrscheinlich, ich habe bis 6 Jahren klassische Tanzen gemacht. Alle Russen nicht, aber viele. Viele. Und wo haben Sie die Produktion gemacht? Ich habe diese Rolle debütiert in Bonn vor 1 Jahr. Und das ist Ihr Debüt hier in Nürnberg? In Nürnberg ist meine erste Vorstellung. Na bitte schön. Prinzessin, was machen Sie noch? Wo singen Sie, sagen Sie mir? Ich singe gerade morgen in Duisburg, Produktion Lustige Weiber von Windsor, Deutsche Oper am Rhein, in Sydney Operhaus mit Nedda Pajaci. Sydney, Bonn, Nürnberg. Das ist das heutige Leben von noch nicht bekannten, aber doch aktiven Sängerinnen zwischen Sydney, Düsseldorf, Bonn und Nürnberg. Vielleicht führt sie der Weg von Sydney auch einmal nach Wien, wo sie ja wohnen. Ich hoffe es wirklich mit meinem ganzen Herzen. Na, vielleicht sehen wir uns dann wieder. Eine wirklich hervorragende Inszenierung, musikalisch, lustig, choreografisch aufgelöst von der Laura Scozzi. Das war die Eröffnungsproduktion von amtierenden Intendanten Peter Theiler. Bravo zu Nürnberg. So eine Produktion von einer Berlioz-Oper zu seinem Erfolg zu bringen, das ist schon was.